Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir eine Runde. Würdest du eher, Freunde? Ihr wisst, wir haben immer ein paar Waffen, da haben wir ein paar Prozente, dann haben wir, ihr könnt mitraten und dann machen wir einen Fight am Schluss. Da kriegt Odemann aufs Maul. Und dann sind wir alle glücklich und sehen uns morgen gleich wieder, Freunde, bei dem nächsten Video. Spaß. Aber Freunde, schaut das Video gerne bis zum Schuss. Schuss? Ja, schreibt das Video gerne bis zum Schuss. Ja, Digga, schreib rein, Digga. Guck, schaut dieses Video bis zum Schluss. Oh mein Gott, war das schwer, Digga. Junge. Damit supportet ihr mich extrem krass. Watchtime sehr wichtig auf YouTube, Freunde. Ich wollte gerade sagen, in Fortnite. Würdest du eher nie wieder am Tag rausgehen? Ah, by the way, gebaut von Lazy, Freunde. Kuss geht raus. Danke, Lazy. Er hört mich nicht, aber ich höre ihn. Nie wieder in der Nacht rausgehen. Nie wieder am Tag rausgehen. Nie wieder in der Nacht rausgehen. Boah, nie wieder in der Nacht rausgehen hat so Purge-Feelings, Digga. Dass man nicht rausgehen darf, wenn es dunkel ist. Ja, aber, Digga, ich sag dir ehrlich, du bist... Ich würde lieber mehr am Tag rausgehen als in der Nacht. Ja, safe, weil da, was willst du machen? Nachts einkaufen, eben, das kannst nichts tun. Deswegen, also ich... Also rein logisch gesehen würde jeder nie wieder am Tag raus... nie wieder in der Nacht rausgehen nehmen. Ja! Aber es gibt safe so Kallis, die so sagen, hey, ich schlafe den ganzen Tag und bin dann nachts wach. Ja, und wenn wir jetzt nach Zuschauer gehen, würden wir sagen, ich muss da nicht in die Schule. Ja. Okay. Ja, also ich sag nachts. Ich sag auch nachts. Ja, es macht keinen Sinn. Hä? Ja, das sind safe wieder diese, ich muss dann nicht in die Schule, Digga. Das wäre einfach... Schade, Freunde. Ja, schade, was hättet ihr abgestimmt? Aber wir kriegen diese Oldschool. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Nie wieder nachts rausgehen oder nie wieder tagsüber rausgehen? Das will ich mal wissen, was die Community sagt. Okay, oder mal lesen sie mit der Form. Würdest du eher deinen Google-Verlauf leaken oder deinen WhatsApp-Chats? Ich sag dir early, Digga. Ja? Ich sag dir early, WhatsApp würde ich niemals leaken. Niemals. Ich sag dir early... Steuerung N, Digga. Steuerung N, Digga. Leute, für die Leute, die wissen, was das ist, schreibt mal gerne rein. Aber WhatsApp-Chats würde ich nicht leaken, weil da, ich habe auch nicht alle eingespeichert. Da sieht man dann Nummer und so und dann ruft ihr die Leute an und so ein Shit. Privater als Dings. Auch wenn wir als Normalos wären zum Beispiel, ne? Ja, ich habe nichts zu verbergen so. Es ist auch nichts irgendwie, wo ich sagen muss, okay, das ist cringe oder so. Mein Handy ist auch relativ neu, dementsprechend habe ich auch nicht so viele Kontakte. Aber... Ja, dann mein Google-Verlauf habe ich auch nichts zu verbergen. Ich auch nicht, deswegen. Also ich, bei WhatsApp habe ich eigentlich auch nichts zu verbergen, aber es sind manchmal, wird halt privat anders geredet, sag ich mal. Ja, safe, Freunde, ihr kennt das doch selber. Wie redet ihr mit euren Kollegen und wie redet ihr mit euren Eltern? Genau, genau. Deswegen sprechen würden die meisten Google-Verlauf liegen, oder? Ja. 50-50? Hä? Okay. Okay, Digga. Jagdgewehr, Digga. Jagis, Digga. Okay, entspann dich. Ich weiß nicht, wie viel Leben wir haben. Fresse schießen, Digga. Okay, komm. Junge, 198 Schaden habe ich nochmal erlebt, doch. Hä? Oha, wie viel Leben haben wir? 3 Millionen, Digga. Wie viel Leben hat Lazy, Digga? Wir haben 250 Leben. Sui, Digga, sag ich. Okay, würdest du eher... Zum Sprechen nur noch rappen? Oha, das wäre wild. Oder zum Sprechen nur noch in Rätseln reden? Boah, so wie Odemann. Boah, so... Wenn Odemann was erklärt, Freunde, seid ihr mehr verwirrt als vorher. Ich schwöre, Digga. Ich will was aufklären, Digga. Es wird safe noch schlimmer. Und dann kommt dieses, alle sind still. Weißt du, wie ich mein? Deswegen, ich sag dir early, ich nehme das, weil ich rede eh schon so. Weißt du, was ich mein? Zum Sprechen nur noch rappen? Aber das wäre wär schon wild. Aber es wäre auch anstrengend. Ja, Chevron, bist du im Restaurant? Oh, ich hätte einen Chili Cheeseburger mit einer Pommes. Reden wir ein paar so? Oder rappen man so? Ja, das war also rappen. Guck, Rätsel, reimt Bruder, sich ja Rätsel, eigentlich. Ich, sag dir, ich will auch Rätsel nehmen, bin ich ehrlich, Digga. Weil Pommes und Burger reimt sich nicht so, Digga. Okay, wir drücken drauf. Nein, ich sag rappen. Okay. 72%. Ja, okay, da ist wieder der Fuchs in den Köpfen von den Menschen. Die denken halt, sie können auf TikTok dann... Ich schwöre, nein, ich glaube, die haben gedacht, dass wenn man spricht, allgemein automatisch noch rappt. Weißt du? Weil wir sprechen ja auch ohne nachzudenken. Nein, wir sprechen ja auch ohne zu denken sozusagen. Ja. Wir reden einfach, weil wir wissen, was wir sagen wollen. Das stimmt. Und da, die denken wahrscheinlich, dass sie einfach dann rappen, obwohl sie es gar nicht merken. Stimmt. Stimmt. Stell dir vor, da bist du übelst der Rapper, Digga, eigentlich. Ohne mal, du redest einfach und das alles reimt sich, Digga. Ja. Würdest du eher am ganzen Körper mit Haaren bedeckt sein? Oder das ist schon fast mit so, Digga. Narben. Boah, Name ist schon wild, Junge. Wärst du so ein God of War-Krieger, Digga. Ja, aber du würdest auch vielleicht auch hässlich aussehen. Das kann sein. Weil, Freunde, kleiner Fun-Fact. Kurz mal, apropos Narbe. Ich habe eine Narbe auf der Wange, ne? Und wenn man da genau hinguckt... Fettfleck, wollte ich gerade sagen. Du bist ein Fettfleck, dieser Fleck, Digga. Dieser Fleck, den du im Gesicht hast? Hast du das einmal geleakt? Ist das eine Narbe? Hey, ich wusste das bis heute nicht, ne? Ich wollte eigentlich auch nicht fragen.
Und das ist eine Narbe und wenn man genau hinguckt, sieht es einfach aus wie ein J. Guckt, hier fängt das an, zack, und dann geht das so runter und macht so ein J. Das ist einfach eine Lüge, Digga. Und mein Sohn heißt einfach Jona. Mit J. Krank, oder? Seine Fresse, Digga. Okay, warte, wir müssen noch Dings. Also, das Ding ist, also Narben können cool aussehen. Narben ja, aber nicht können, am ganzen Körper. Ja, Narben können dich auch entstellen, Digga. Ja, yeah, also, safe, wenn du das im Gesicht überall hast und so. Ja, und dann ihr kennt so ja diese Leute, die so irgendwie Feuer zum Beispiel die, verbrannt sind und so. Die haben ja auch alles voll mit Narben. Also, die können, also, ist ja, wie gesagt. Und Haare kannst du wegrasieren. Ja, Haare kannst du einfach rasieren. Ja, safe Haare, Bro. Ja. Safe, also safe. Ja. Was wäre dann das, eine Waffe, Warte, was wäre da für eine... Ah, okay, die ist schmutzig. Ah, okay. Okay, let's go! Yeah! Okay, ich habe 1000 Mal daneben geschossen bei Lazy. So, was haben wir jetzt? Oh, wir gehen ein Stockwerk höher. Hallo. Hallo, jetzt überkreuzt, Digga. Ach, Mann. Blöd. Würdest du eher ein Jahr ganz alleine sein? Oder ein Jahr obdachlos? So. Ein Jahr ganz alleine, ein Jahr lang obdachlos. Boah, Digga, ich sag dir, early, Digga, beides sehr, sehr schlimm für mich. Ich finde das auch schlimm, Digga. Das, wobei, ich finde, glaube ich, obdachlos sein nicht so schlimm wie als alleine sein. Weil, guck mal, das Ding ist, guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel Seven in the Wild sehen, ne? Ja. Wie Knossi sagen würde. Seven in the Wilds. Ja. Ist ja dieses Alleinsein schlimm. Schlimm. Aber die Frage ist jetzt, hast du Social Media oder nicht? Nee, dann bist du ja nicht alleine. Also du bist ja, ganz, doch, ganz alleine. Wie Dings, wie bei dem Film. Wie mit Will Smith und seinem Hund. Aber mit Ö? Film? Ja, ja, in dem Film. Ja, aber du hast ja trotzdem Filme und so dann. Also ja, das hast du ja auch und Games und so. Genau. Dann ist es ja gar nicht schlimm. Ja, aber du kannst zum Beispiel kein WoW spielen oder kein League of Legends oder Fortnite oder so, weil da spielst du ja mit anderen. Da bist du nicht alleine. Also du bist wirklich der letzte Überlebende auf der Welt. Für ein Jahr. Und dann kommen die alle wieder. Ja, und dann kommen die alle wieder. Boah, ich würde das nehmen und würde einfach ein Jahr lang durchtrainieren und so richtig Dings so... obwohl, man kann dann auch nicht einkaufen und so. Den Shit machen. Das ist jetzt, guck mal. Du musst jetzt überlegen. Wenn du kannst die Bank ausrauben. Ja, eben, Bro. Du kannst reich werden, ein Jahr chillen, Bro. Du kannst jeden Tag einfach Filme gucken, schlafen, machen, was du willst. Du kannst Sachen machen, die du eigentlich nie machen würdest. Ja. Zum Beispiel so einfach auf die Straße kacken. Ja. Oder einfach... Das würde ich auch so machen. Stimmt. Nee, okay. Ich glaube, obdachlos ist echt schlimmer. Ja, glaube ich auch. Ist schlimmer, ja. Es gibt zwar Leute, aber niemand juckt sich um dich, Freunde. Also, das ist leider die traurige Wahrheit, dass Obdachlose immer so mit schiefen Augen beobachtet und angeguckt. Weil das Ding ist, es kam ja immer dieses Mafia-Ding, wo wenn Leute nach Geld gefragt haben und so, dann hat man immer direkt gedacht, dass sie das für so eine Organisation machen und so. Und das hat sich so verbreitet, dass fast irgendwie niemand mehr Geld bekommt. Aber das Ding ist, du musst dir überlegen, André, ne? Obdachlose verdienen richtig gut, ne? Wenn sie das ordentlich machen, Freunde, ich habe mir so Dokumentationen geguckt, da waren welche dabei, die haben über 150 Euro am Tag. Am Tag, Bro. Verdient, Freunde. Und die versteuern nichts, das sind 4.500 Euro netto. Das ist wahrscheinlich mehr als eure Eltern verdienen. Geist, das ist krank viel Geld. Deswegen ein Jahr ganz alleine sein. Aber alleine sein, du bist dann auch wieder rich dann. Ja, das Ding ist, guck mal, die kommen nach einem Jahr wieder und du hast in deinem Haus so 100 Kilo Gold gesammelt und so. Du klaust dir einfach ein Haus. Ja. Du gehst zum Notar, schreibst da. Ja, aber die sind ja in einem Jahr wieder da. Okay, das könnte man auch machen, Digga. Deswegen, also ich sag allein. Junge, was ist das für eine Frage? Wir sind seit 10 Minuten hier. Ich auch. Also die Frage ist krass. Also die ist echt heftig, Mann. Alleine, ja, okay. Diese Fragen allgemein, diesmal von Lazy, Freunde, ganz, ganz wild. Nicht diese Standard-Dinger. Feier ich. Gut gemacht, Digga. Jetzt muss er wieder ganz herlaufen. Ja, das schade ist von dir. Strafe, weil er so gut war. War eine Killerfrage, Freunde. Weil würdest du eher, gehen wir mal voll auf, Digga. Machen wir voll so Deep Talk-Shit. Ja, Digga, ich feier ich. Okay, würdest du eher nie wieder Türen öffnen, nie wieder Türen schließen? Bahnhof-Style würde ich fühlen, Digga. Digga, mach ich sowieso nicht. Aber guck mal, das Ding ist, nie wieder Türen öffnen, dann bist du immer gefangen, Bro. Deswegen ja, ich könnte jetzt hier nicht mehr raus, Freunde, weil die Tür gerade zu ist. Safe, dann müsstest du immer jemanden haben. Und so hast du immer jemanden, der es einfach hinter dir zumacht. Deswegen easy. Ja. Also safe, das ist einfach, Bro. Ich sag dir, wir drücken auf den Kopf, André, oder? Nie wieder Türen schließen, ja. Safe. Das wird auch 80% sein oder so. 45? Hä, sind die Leute schön? Das habe ich jetzt, das verstehe ich jetzt nicht, Digga. Geil, die Waffen brauche ich eh nicht, Digga. Warte mal, hä? Warte, ein Genie 50? Sein, aber für dumm gehalten. Ach hier! Oha, Digga, die Frage ist länger als mein Leben, okay. Würdest du eher, André, ein Idiot sein, den alle für schlau halten, oder ein Genie sein, aber für dumm gehalten werden? Safe links. Idiot sein ist ja nicht schlecht. Wenn dich alle für schlau halten,
Da kannst du ja trotzdem ultra viel Cash machen. Ich nehme Genie sein, aber dumm gehalten werden. Echt? So wie jetzt. Ich bin ein Genie, Bro. Gib mir eine Matheaufgabe, jetzt schnell. 34 mal 39. 8. Stimmt. Vor allem hast du schon geantwortet, bevor ich die Aufgabe gestellt habe. Okay. Ich nehme links und rechts. Okay. Oh, 96%. Bei mir 4%? Oh, Baby. Ja, ist schon schade, Digga. Ja, ich sag dir ehrlich, du kannst halt was erfinden, weil du ein Genie bist. Ja, aber guck mal, und wenn du dumm, ein Idiot bist und du machst YouTube-Videos und alle halten dich für mega intelligent, dann bist du auch Fame und verdienst total viel Cash. Stimmt. Aber es hat beides seine Vor- und Nachteile. Beides, Digga. Aber ich sag euch so, intelligent zu sein bringt euch im heutzutage wirklich nicht mehr viel. Und da ist auch nicht so eine Sache, die halt wirklich was bringt, außer man denkt zu viel nach und hat Kopfschmerzen, Freunde. Aber damit Frage viel mehr ist, Geld verdienen tut ihr nicht. Das Ding ist, scheiß mal auf dieses Geldaspekt, okay? Ja. Yeah. Aber man sollte schon intelligent sein, einfach um auch Sachen zu verstehen. Es gibt so viele Leute, die ich kenne, die einfach auch dumm sind und Sachen nicht verstehen, weil sie dumm sind. Ja, das ist halt das auch ist anstrengend, für mich eher so. Smart so. Also, für mich ist das anstrengend, Bruder. Nee, ich meine, smart sein ist für mich was anderes wie intelligent. Intelligent ist so, dass du so Dinge weißt und Dinge machen kannst, die aber nichts dir bringen. Weißt du, wie ich meine? Hm. Wenn du smart bist, sagst du, okay, die beste Lösung wäre jetzt, einen zweiten YouTube-Kanal zu machen und da jeden Tag Roblox hochzuladen. Das ist nicht intelligent, sondern smart. Also bin ich smart und intelligent. Ja, du bist alles. Okay, danke. Aber auch ein Idiot. Egal. Würdest du unendlich Handy-Akku haben, mit dem Handy überall WLAN empfangen? Boah, Digga, ganz einfach. Ganz Digga. Einfach. Unendlich Akku. Safe. Weil das Ding ist, damit könnte ich dann die ganze Welt einfach mit Strom versorgen. Stimmt. Ich habe unendlich Akku. Drück drauf, Digga. 61% safe. Safe. Okay. Wenn das echt so gehen würde, Freunde, ich würde mein Handy überall an Strom, Atomkraftwerken anschließen und man hätte unendlich Strom für die Welt und dann würde ich umgebracht werden, weil keiner das will. Okay. Ja, nice, André. Cool. Wir gehen rein. Ja, let's go. Oh. Blackjack. Der Verlierer 7 muss eine mal Waffe 3. lassen. Er dachte, er wäre witzig, wenn er Blackjack 21 mit einer Matheaufgabe macht. Oh mein Gott, Kringe, Digga. Es wäre so der lustig, Verlierer muss eine Waffe liegen lassen. Oh, okay. Fight, okay. No-Scope, Minigame, Blackjack. Komm, wir gehen erstmal Blackjack. Blackjack. Oh nein, jetzt kommt wieder 34.000. Oh, starke Waffe, Digga. Die ist echt stark. Okay, André, ich drück drauf. 4. 4. Ich habe 8. 10. 10. 14. 17. 17. Oh, shit, ich bleib, Baby. Aber drück mal, was würdest du bekommen? 21. Ja, okay. Verkackt, ich will. Nein, Spaß. So klein Haut. Okay, Minigame No-Scopes. Okay, wir müssen jetzt eine Waffe hinlegen. Und danach. Ja? Ist darf nur der Gewinner wieder aufnehmen. Ja. Ja, okay. Wo hast du die denn her, Digga? Von dem einen Intelligent-Bolzen, Mensch. Ja, okay. Aber lass nur die grüne No-Scope-Jacke übernehmen, weil wir haben auch nur eine goldene. Safe. Okay, bist du ready? Geht los, ja. Wir sehen unseren Namen. Das war gut. Zu schlecht. Non-Scope, ne? Non-Scope. Nicht Scope. Ja, das wird schwer, Digga, weißt du schon, ne? Weil wir haben dieses 100 Aufladeschild. Guck, ich habe jetzt keinen Schaden bekommen. Wir nehmen die goldene. Nimm die goldene. Mit dir. So ein Lucky Shot, du. Das war stark von mir gespielt, Digga. Das war ein Digga. So schön Lucky Shot. Oh. Okay, wie kommen wir wieder raus, Digga? Wie Spot Hansen oder so. So, das heißt, ich darf eine Waffe wieder nehmen, aber ich finde sie eh Schmutz, Digga. Nimm. Egal, ich nimm. Nimm mit Herz, Digga. Nein, ich nimm sie raus, Digga, weil die ist Müll. Okay, let's go und fight, Junge. Let's go, fight, Junge. 3, 2, 1, go. Okay, machen wir ernsthaft, oder was? Da machen wir ernsthaft. Komm, ohne reden einfach. Komm. Oh, ich treff nichts. Du bist so schön, André. Du bist wirklich der Schönste, den ich je gesehen habe. Was? Oh mein Gott. Lucky Shot? Ey, renn los. Egal, ich hab dich nochmal angedasht. Ich hab dich nochmal angedoubledasht. Intensive Fight. Okay, let's go. Diese Tech, richtig. Ne, die hat carried so dein Leben, Digga. Ich hab mein letztes Leben jetzt. Zielt der, Digga, irgendwas.
Komm, mittig. Komm! Junge, dieser Busch ist OP. Bro. Man kann nicht durchschießen. Okay. Komm, 1-1. Oder man campt direkt ab. 1-1 noch, komm. Schmutz. Ja, weg mit dir! Nein! Oh, ja, mein Gott! Junge, ich wollte auf Ehrenfall! Ich wollte auf Ehrenkampf machen mit No-Scope und du holst einfach Pampe raus, Digga, ehrenlos. Sui, Digga, sui. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, Digga, lasst gerne ein Like da und checkt gerne unten mal ab, Freunde. Creator-Code und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao!